Wir werden Ihnen was erzählen zum heutigen Spiel und begrüßen Sie recht herzlich im Stadion Frank Buschmann und Mani Breuken. Wenn wir das mal analysieren bei diesen beiden Mannschaften, die eine ist der ganz klare Favorit. Und genau das könnte das Problem werden. Wenn die Kleinen sich mal festbeißen, kann das wehtun. Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Ja, das könnte was werden. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Bruns. Wunderbar herausgespielt. Tolle Flanke. Und Achtung, der könnte passen. Der Ball ist frei. Beeilt euch. Sicher in der Ballbehandlung. Die Situation wurde geklärt. Schlau drauf. Bruns. Marius Ebbers. Kruse. Marius Ebbers. Da könnte was draus werden. Schuss und... Yes, da hat er einen Tick verzogen. Bruns. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Kruse. Bruns. Pinto. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Toller Pass. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, das. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Unten links. Das hat ihm wahrscheinlich der Trainer gesagt. Und er hat es in die Tat umgesetzt. Und das ist mit sehr viel Gefühl. Das ist intelligent gemacht. Ins untere Eck geschlänzt. Kruse. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht.
Ganz sicher hat er das gemacht. Schöne Flanke. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Kann er sich den Ball holen? Schlau drauf. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Bruns. Kruse. Da wird der Trainer zufrieden sein. Stark gemacht. Das ist es. Doppelpack. Der Keeper sagt No, Frank. Und das mit einer richtig guten Parade. Jetzt eine gute Flanke. Super von außen reingespielt. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Pinto. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Kruse. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kriegen den Ball nicht. Hagi. Da freut sich der Trainer. Bruns. Sie dürfen nur einwerfen. Ein Eckball wäre Ihnen natürlich lieber gewesen. Gute Flanke. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Prima Balleroberung, jetzt muss es aber abgehen. Stindl. Schlau drauf. Kruse. Ja, der kommt gut an. Die Chance. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Schlau drauf. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Was wird er sich jetzt ärgern? Das hätte doch der Ausgleich sein können. Ja, und womit wird er sich ärgern? Mit Recht. Spitzenmäßige Erreichung. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder auf. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen.
Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Bruns. Schlaudraff. Und er holt sich da draußen den Ball. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Da sind die Fans entsetzt. Nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Da wird zum Eckball geklärt. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Pinto. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Ball im Aus, Einwurf. Rausch. Und Marius Ebbers. Kruse. Bruns. Schnell, steil gespielt, aber der Gegner ist am Ball. Stindl. Cherundolo. Ja, es gibt Einwurf. Schlaudraff. Guck mal hin! Und jetzt haben wir den Pausenstand. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. 1:1. Ist ja immer schön, wenn wir in der zweiten Halbzeit noch Steigerungspotenzial haben. Es war schon ganz gut, aber da geht dann auch was. Ja, ja, also in der Offensive kann ein bisschen mehr riskiert werden. Das vermisse ich bisher. Spannend dürfte es auf jeden Fall werden. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Und den holt er sich locker. Ja, da profitiert er vom guten Stellungsspiel. Kruse. Gefährlich und im 16er. Das spürt man sofort. Das Unentschieden reicht ihnen nicht. Kruse. Pass nach draußen auf den Flügel. Markus Thorat. Bruns. Und schon ist und ganz souverän gehalten vom Keeper.
Schlaudraff. Er macht es alleine. Er ist eigensinnig. Er ist starrsinnig. Ist er auch erfolgreich? Und Eckball gibt's. Bei manchen Ecken wird's gefährlich. Aber hier kriegt er. Geht er rein? Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Kruse. Das ist es! Ein wunderbarer Pass. Oh, ganz knapp daneben. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und der kommt genau an. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Schöner Pass. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Kruse. Markus Thorand. Kruse. Marius Ebbers. Kruse. Die verstehen sich blind. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Pinto. Stindl. Marius Ebbers. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Uns. Marius Ebbers. Stindl. Schlaudraff. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Cerundolo. Souverän gelöst. Ja, heute überzeugt er mit seinem präzisen Passspiel. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Schlaudraff. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Kruse. Markus Thorand. Die Möglichkeit. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Pass. Jetzt zieht er ab. Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Uns. Marius Ebbers. So sieht das der Trainer gern. Uns. Schönes Zuspiel. Das war eine Bilderbuchflanke. Nein, das kann er viel besser als in dieser Situation.
Schlaudraff. Den muss er jetzt nur noch reinbringen. Das hat er stark gemacht. Gutes Stellungsspiel hinten. Auch bei diesem Flankenball. Marius Ebbers. Hennings. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Oh, Kopfball. Es liegt was in der Luft, ich sag's Ihnen. Es ist der Führungstreffer. Fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Marius Ebbers. Und der Angriff ist erstmal gestoppt. Agi. Cerundolo. Ja, so kann es weitergehen. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Muss Einwurf geben. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Und jetzt? Oh, das war eine ganz enge Kiste. Das war eine ganz enge Kiste. Und nichts wird es mit der hundertprozentigen Chance kurz vor dem Ende. So, während wir die Wiederholung betrachten, jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage des Schiedsrichters. Der muss in Bruchteilen von Sekunden entscheiden. Boah, hier war es nicht wirklich einfach. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Kruse. Schlaudraff. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Saglik. Ah, das sah grausam aus von hier oben, oder? Ja, also das ist ein übles Foul, den hat er da im Zweikampf voll erwischt. Hoffentlich ist es keine wirklich schlimme Verletzung. Ich glaube, er hat sich eine Verletzung geholt. Jetzt muss ausgewechselt werden. Und der Ball geht ins Aus. Es wird Abstoß geben.
Hagi. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Markus Thorat. Einige Fans fordern Eckball, aber ich glaube, Einwurf ist schon die richtige Entscheidung. Mann, jetzt wird's gefährlich. Nach zweimal 45 Minuten haben wir keinen Sieger gesehen. So, jetzt müssen die Spieler alle Kräfte noch mal mobilisieren für die Verlängerung. Ganz sicher hat er das gemacht. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Pinto. Da freut sich der Trainer. Ja, da hat er sich X. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ein guter Pass, aber der Verteidiger... Ja Mensch, das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Aber die Fahne ist oben und der Spieler, der ist sauer. Das kann ich verstehen. Das war eine ganz knifflige Situation. Ja, hier hat der Unparteiische auf Abseits entschieden. Das war eine Millimeterentscheidung. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. In dieser entscheidenden Phase der Partie entscheidet er auf Strafstoß. Das passiert hier oft. Glänzend pariert dieser Elfmeter. Sensationell. Und so brennt hier gar nichts an. Das ist eine gute Position für den Einwurf und sie haben einen Spezialisten. Kruse. Und das macht er richtig gut. Klasse Vorlage. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Saglik. Stindl. Wird der Trainer zufrieden sein? Toller Pass! Saglik! Ah, da konnte er leider nichts draus machen. Klasse, wie er den reingebracht hat! Der Ball ist frei! Beeilt euch! Christian Schulz. Und da ist nichts draus geworden aus der Einzelaktion. Der Gegner ist erleichtert. Hennings. Saglik. So sieht ein Pass aus. Toll, wie er das macht. Und er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung.
Schlau drauf. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Da sind die Fans entsetzt. Nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball. Ja, das könnte was werden. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Wenn sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. Flanke fliegt in den 16er. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Klare Sache, Einwurf. Oh je, wie wichtig war das? Da hätte einiges draus entstehen können. Saglik. Schlau drauf. Kruse. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Ball erobert und jetzt aber nix wie ab nach vorne. Kruse. Saglik. Die verstehen sich blendend. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Ja, er grätscht da rein. Pinto. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Minuten vor Ende der Verlängerung können wir sagen, es spricht alles für ein Elfmeterschießen. Ein Traumpass. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Wo war er da mit seinen Gedanken? Der Ball ist ihm aus. Einwurf. Saglik. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Schlau drauf. Ja! Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. In buchstäblich letzter Sekunde. Das erste Tor in der Verlängerung, das geht auf die Moral des Gegners. Also hundertprozentig, Manni, das unterschreibe ich. Das Ding hier könnte schon eine Vorentscheidung bedeuten. Stindl. Kruse. Ja, tolle Chance. Ja, da geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Und die Verlängerung ist vorbei. Wie die hier vom Platz schleichen. Es war doch nur ein Freundschaftsspiel. Ja, aber ich finde das ja auf der anderen Seite auch ganz gut. Auch für die Zuschauer ist das natürlich was anderes, wenn es doch ein bisschen zur Sache geht. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Tschüss, bis die Tage. Ihr Manni Breukmann.